Wenn es so ist, dass es kein Geheimwissen mehr gibt, welche Konsequenz hat das für den Verkäufer heute? Und was hat das zu tun mit kaufen lassen, ist das neue Verkaufen? Herzlich willkommen bei Mehr Erfolg im Business. Wir sprechen heute über das, was gute Verkäufer heute auszeichnen. Wir sprechen darüber, dass kaufen lassen das neue Verkaufen ist. Ich bin neulich gefragt worden, sagt man, Andreas, kaufen lassen ist das neue Verkaufen. Ist das nicht ein Marketing-Gag? Und da sage ich, nein, es ist kein Marketing-Gag. Es ist tatsächlich etwas komplett anderes heute, im Verkauf tätig zu sein, als beispielsweise noch vor 10 Jahren. Warum ist das so? Nun, weil es heute kaum noch Geheimwissen gibt. Während früher die Kompetenz auf der Verkäuferseite war und der Kunde den Verkäufer gefragt hat und der Verkäufer den Kunden aufgeschlaut hat, hoffentlich, ist es heute so, dass das Wissen auf der Kundenseite ist. Der Kunde ist heute häufig besser informiert als der Verkäufer. Er ist auf jeden Fall besser informiert als der Kunde noch vor 10 Jahren. Das bedeutet, wenn das Wissen heute auf der Kundenseite ist, dann haben wir Kunden quasi als Experten. Oder zumindest nahezu als Experten. In jedem Fall führt das dazu, dass auf der Kundenseite, wenn hier das Niveau steigt, das Wissensniveau steigt, auf der Verkäuferseite das eben auch steigen muss. Vielleicht kannst du aus deinem persönlichen Umfeld das bestätigen oder hast eine andere Meinung. In jedem Fall bist du eingeladen, dich auch hier einzubringen, also einen Tipp zu geben, einen Kommentar zu geben, vielleicht eine Frage zu stellen, es zu bestätigen oder in Frage zu stellen. Ich freue mich in jedem Fall, wenn du das tust. Kommen wir zurück und sagen, kaufen lassen ist das neue Verkaufen, was Verkäufer heute brauchen. Ich brauche nicht nur eine gute Fachkenntnis, das haben wir schon gecheckt, die eben aktualisiert werden muss. Ich nenne das frisches, aktuelles, aktualisiertes Wissen. Ich muss auch eine Anwendung dessen haben, was ich weiß. Also ich muss vom Kennen zum Können kommen. Das war übrigens früher schon so. Menschen, die nur wissen und nicht handeln, das ist ja im Verkauf nicht besonders sinnvoll, sondern es ist der ein guter Verkäufer, der gerade gestern, am besten heute, eine Erfahrung gemacht hat, also im Handlungsprozess ist. Und dann gibt es die dritte Säule und das ist die Säule des Könnens. Ich muss natürlich wollen. Ich weiß, Menschen, die wollen, finden immer einen Weg. Menschen, die nicht wollen, haben dann Ausreden, haben Stories. Und vielleicht hast du an der Stelle ähnliche Erfahrungen gemacht, dass Menschen zwar super im Wissensstand sind, wie tolle Umsetzer sind, wenn sie denn wollen würden, möglicherweise aber Motivationsprobleme haben. Und das hat sich gegenüber früher nicht verändert. Wenn du eine Person bist, die eine Top-Einstellung, eine professionelle Einstellung hat, dann wirst du jemand sein, der auch ein guter Verkäufer, eine gute Verkäuferin sein kann. Übrigens, wir haben dazu hier noch weitere Videos zur Vertiefung des Wissens, wenn es um Verkäufer geht, wenn es um Vertrieb heute geht. Was hat sich verändert gegenüber früher? Wir haben gesagt, das Wissen ist heute auf der Kundenseite. Wir können nochmal sagen, dass rein online oder rein offline, also rein digital oder analog, keine wirklich guten Konzepte sind. Ich glaube, auf der einen und auf der anderen Seite gehören die Dinge zusammen. Online und offline muss zu Hybrid werden. Was ich heute offline kann, muss online laufen. Was ich online kann, muss offline laufen. Die Verbindung beider Welten muss laufen. Wir machen es in unseren Trainings zum Beispiel so, wenn wir in einem Präsenztraining sind, dass wir aus dem Präsenztraining live und digital in der Online-Welt üben und trainieren. Und genauso muss das heute im Verkaufsprozess auch der Fall sein. Wenn es so ist, dass es kein Geheimwissen mehr gibt, welche Konsequenz hat das für den Verkäufer heute? Und was hat das zu tun mit kaufen lassen, ist das neue Verkaufen? Nun ganz einfach, ich muss heute meine Texte kennen. Wenn der Kunde selber schlau ist, was wird er machen? Er wird checken, ob das, was du als Verkäufer, als Verkäuferin wirklich kompetent ist. Er wird checken, ob das Wissen aktuell ist. Also, wenn es so ist, dass wir hier die Schleue haben, wenn es so ist, dass wir hier die Expertise haben, muss ja auf der anderen Seite der Text des Verkäufers stimmen. Ich muss die Skills aktualisieren, meine Fragetechnik, meine Moderationsfähigkeit. Ein guter Verkäufer heute ist jemand, der durch gute Fragen den Kunden zu einer eigenen Entscheidung führt. Und die Entscheidung kann Nein sein. Ich finde, ein Nein ist doch okay. Ein Nein ist besser als ein Vielleicht oder ein Ja verkleidet als ein Nein. Kennst du das auch, dass Leute Ja sagen, aber Nein meint. Ich finde, ein Nein ist besser als ein Vielleicht. Ein Nein ist klarer als ein Wartesaal der Hoffnung.
Und wenn du Glück hast und gut gearbeitet hast und eben Angebot und Nachfrage passen, dann gibt es ein Jahr. Im Verkauf arbeitest du immer gegen Quoten. Und ich kenne niemanden, der 100% Quote hat. Du kannst deine Quote verbessern, wenn du besser Fragen stellst. Wenn du deine Texte kannst, deine Pitches kannst, deine Fragetechnik beherrschst, eben eine gute Moderation hast und es auf die Art und Weise schaffst, den Kunden auf eine Reise mitzunehmen, wo am Ende eine Entscheidung steht. Und dann wird eben Geld gegen Dienstleistung oder Geld gegen Produkt getauscht. Und wann ist das der Fall? Ich frage dich mal, wann wirst du Kunde? Du wirst immer dann Kunde, wenn du den Nutzen und den Vorteil für dich erkennen kannst und wenn es dir diesen Preis jetzt wert ist. Wenn der Nutzen und der Vorteil im Verhältnis zum Preis steht, vielleicht ist Nutzen und Vorteil für dich emotional wahrgenommen sogar besser und stärker als der Preis und dann findet auch die Transaktion gleich Kauf statt. Dann hast du eine Unterschrift, ob digital oder auf Papier. Hauptsache, der Kunde ist zufrieden und mehr als das, er ist begeistert und bleibt. Am besten bringt dieser Kunde dann noch weitere Kunden mit. In diesem Sinne wünsche ich dir, für dich und für deinen Weg, dass du es schaffst, durch gute Fragen Kunden auf diese Reise mitzunehmen, indem du es schaffst, durch gute Pitches, gute Texte, die sitzen, Informationen, die auf den Punkt gebracht wird, es hinzubringen, kaufen lassen, als neuen Verkaufsprozess auch in deiner Welt zu etablieren. Dann gib uns gerne hier, wie schon gesagt, eine Info auch auf die Glocke gerne, also ein Abo, wie es so schön heißt. Dann sehen wir uns hier in regelmäßigen Abständen wieder. Gute Zeit und bis bald, dein Andreas Buhr.